Herzlich willkommen bei Nirgendwo Spiel. Das letzte Mal war ich ja im Battleviertel in der Kanalisation, weil es oben drüber dieses Pestausbruch gab, wo der Zauberer Rasat Untote beschworen hat. Und jetzt sollen wir über die Kanalisation hier entkommen. Das versuchen wir jetzt mal. Da haben wir noch ein paar mehr Leute. Kiste. Noch ein paar Heiltränken und ein bisschen Kohle. Da ist noch ein Naturpaket. Tägliche Kraft zu erwerben oder erneut zuzuweisen. Also mit täglichen Kräften habe ich sogar noch nicht verstanden. Wenn ich einmal pro Tag erinnere, dann ist das mehr. Soll ich da wirklich nur im absoluten Notfall tun? Dran. Hier ist ein Hebel. Eine Schatztruhe. Okay, dann geht's hier weiter. Kurve, Kurve. Da ist wieder die Rosa. Mit, da liegt auch was. Mal gucken, ob wir irgendwas davon benutzen können, aber jetzt bin ich erstmal hier raus. Hebel. So,
Da ist Southpaw. Südpfote. Oder die andere Bezeichnung für Linkshänder im Baseball. Hier wäre irgendwo noch eine Kiste gewesen und da ist auch ein Hebel. Jetzt laufen wir mal nicht in die Falle rein. Oh nee, das ist gar kein Hebel. Da brauche ich ein Röhrenpaket. Und das habe ich nicht. Sondern ob hier eine Kiste eins dran ist, die ist mit Sicherheit hier irgendwo bei dem Boss gewesen. Hier. Eiltrank. Bilder und eine Couch. Da ist irgendwas Kistenmäßiges. Da ist Diebstahlpaket notwendig. Das habe ich auch nicht. Ja, doof. Hier haben wir noch einen Hebel. Hier weiter vorne Tageslicht. Folgt mir. Ah, schön. Dann sind wir hier draußen. Jetzt können wir hier mit ihm reden. Wir haben diese Leute befreit, aber es müssen Hunderte durch Rizards Pestausbruch ums Leben gekommen sein. Einschließlich meiner armen Dorothea. Er wird dafür büßen. Ich werde Feldwebel Nox darum bitten, die Überbleibsel des Turms des Trostes zu stürmen. Ich werde Rizard töten für all das, was er verbrochen hat. Ja. Wahrscheinlich wird sich. Aber ist ja. So, dann kehren wir mal wieder zu Feldwebel. Und ein Brief, Post. Kehren wir wieder zu Feldwebel und Obst zurück. Quests und was weiß ich nicht noch. Dann kann ich jetzt gleich mal gucken, was ich von dem Zeug, was ich habe, gebrauchen kann und was ich noch verkaufe. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ich habe die Pestexplosion von hier beobachten können. Aber ich hätte es voraussehen müssen. Möge Torm uns beschützen. Ihr scheint ja ein wahres Talent dafür zu haben, gegen alle Widerstände anzukommen. Das sollte von Nutzen sein, wenn wir uns Rizard vorknöpfen. Oh, schon Stufe 19. Der Zauberer Respen Durothil, ein bekannter Tunichtgut, ist nach Neverwinter gekommen. Er behauptet, die Hilfe der hiesigen Abenteurer für etwas zu brauchen, was er sein grandioses Spiel nennt. Ich weiß zwar nicht, was es damit auf sich hat, aber vielleicht wollt ihr euch das mal genauer ansehen. Er wird nur ein oder zwei Tage bleiben, so kann er wenigstens keinen großen Schaden anrichten. Bevor ich Lord Neverember die Treue geschworen habe, war ich selbst ein Abenteurer. Nichts war schöner, als irgendeine drohende Gefahr in der untersten Ebene eines Gewölbes auszumerzen.
Allerdings habe ich es gehasst, wenn die Schatztruhen dann magisch versiegelt waren. Für euch scheint das aber vielleicht kein Problem mehr zu sein. Es gibt da nämlich diesen seltsamen Kerl auf dem Markt, der behauptet, dass seine Schlüssel Gewölbetruhen öffnen. Er scheint davon überzeugt zu sein, denn er verschenkt sogar welche, um die Leute zu überzeugen. Schaut doch mal vorbei und holt euch einen Schlüssel, bevor ihr das nächste Gewölbe betretet. Okay. Vor vielen Jahren gründete der Pirat Traven Blackdagger aus Luskan im Norden von Neverwinter eine Festung und sein eigenes Banditenkönigreich. Er kam während der Zauberpest ums Leben, aber die Toten finden keine Ruhe. Traven ist zurückgekehrt und überzieht von seiner alten Feste aus das Land erneut mit Unheil. Seinem Treiben muss ein Ende gesetzt werden. Die Harfner, eine recht geheimnisvolle Gruppe, haben beschlossen, sich der Sache anzunehmen und Neverwinter ihre Zusammenarbeit angeboten. Ich weiß nicht viel über sie, aber es wäre dumm, ein so großzügiges Hilfsangebot abzulehnen. Sie haben Agenten geschickt, die euch helfen sollen, Traven aufzuhalten. Ein, genannt Siebenzehe, findet ihr im Süden der Blackdagger Ruinen beim Gasthaus Kronenzacken. Okay. Und viele von der Zauberpest Befallene hatten sich an den Magier Rizard gewandt, der ihnen in seinem Turm des Trostes Heilung versprach. Stattdessen hat er sie für irgendein dunkles Ritual ausgenutzt. Dass es dabei zu einer Pestexplosion gekommen ist und so ein Teil der Stadt zerstört wurde, war sicher nur ein Nebeneffekt. Selbst jetzt noch arbeitet Rizard daran, das Ritual abzuschließen. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten, nicht nur zum Wohle der Stadt, sondern auch in Erinnerung an die betrogenen und getöteten Seelen. Okay. So, dann haben wir jetzt mal ordentlich Quests gekriegt. Und dann gucken wir mal, was wir alles an Gegenständen haben. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Okay, dann kann ich das jetzt alles noch verkaufen. Bin ich für mein nächstes Abenteuer gerüstet. Der Kult des Drachen ist bösartig. Alles Sachen, die ich vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann, aber das lassen wir jetzt. Wie kann ich euch helfen? Gut, dann machen wir hier das nächste Mal weiter.